Auch wenn sich eine Band deutsch-amerikanische Freundschaft nennt, muss sie noch lange nicht auf Kuschelkurs sein. Seit 1978 tanzen Gabi Delgado und Robert Görl immer mal wieder den Mussolini. Und verklemmt mit den Hüften und tanzen Mussolini. Benito Mussolini. Monotone Beats, staccatohafte Slogans. Ohne die deutsch-amerikanische Freundschaft gäbe es weder Rammstein noch Front 242. Die haben allerdings den derben Humor von Duff vergessen. Aber klar, bei dieser Herkunft sitzt einem der Schalk automatisch im Nacken. Wir sind immer nach Düsseldorf gefahren, da gab es dann den Ratzinger Hof. Dann habe ich da die ersten Punks gesehen und sagte so, jetzt werde ich auch ein Punk. Ich wusste auf Anhieb, das wird ein ganz großes Ding. Und viel, viel später kam dann der Spiegelartikel, ich weiß noch, Punk, Musik aus dem Ghetto. Gefährlich und brutal oder was das so stand. So. Und dann wussten auch die letzten Spießer, oh, das sind Punker. Hat man ja damals, oh, Punker, das sind Punker. Und dann wurde das auch ganz schnell sehr, sehr big, diese Szene. Aber das Spezielle am Rattinger Hof, an dieser Szene, war, da gab es die Punks, ja. Dann gab es aber auch die Leute von der Kunstakademie, also die ganzen Boys-Schüler. Und da stand so eine ganz spezielle Mischung aus Kunst und Punk. Für ein radikales Umdenken in Kunst und Leben. Für die Zerstörung der deutschen Kultur. Für die Zerstörung der amerikanischen Kultur. Mit Aktionen wie dieser parodieren Duff den Kommunikationsstil der RAF. Nicht alle haben damals Bock auf Ökobewegung und Anti-Atomkraft. Im deutschen Underground frönt eine neue Generation dem Hedonismus. Und Duff haben die richtigen Songs dafür. Anfang der 80er ist Düsseldorf endgültig die deutsche Punkzentrale. In der schicken Modestadt werden ordentlich die Champagnertulpen durchgerüttelt. Radikale Ideologien treffen aufeinander. In der Liebe und beim Feiern ist alles erlaubt. In der Kunst sowieso. Dieser Gedanke, dass jeder ein Künstler ist, dass man nicht studiert haben muss, dass wenn du nicht kein Instrument kannst, ist egal, dann haust du einfach irgendwie drauf. Wenn du kein Label findest, dann machst du selber ein Label. Wenn es deine Zeitung nicht gibt, dann machst du ein Fanzine. Wenn es die Jacke nicht gibt, die du willst, dann machst du die selber. Das hat mir so gut gefallen. Aber die Musik hat mir nicht gefallen, eigentlich. Weil das war im Prinzip Rock'n'Roll. Und da dachte ich, warum versammelt sich eine so junge und frische Bewegung um so altmodische Instrumente und altmodische Akkorde? Und als ich den Robert dann, Schlagzeug, habe ich den dann in der gleichen Nacht eigentlich angesprochen und habe gesagt, hey und so, fand ich super, wie du Schlagzeug gespielt hast und so. Und dann haben wir gesagt, ja super, machen wir eine Gruppe. Eine Gruppe mit klarer Aufgabenteilung. Gabi tanzt und schreibt Manifeste. Der Schlagzeuger Robert Görl kommt aus München und hat an der Jazzhochschule studiert, ist also ein richtiger Musiker. Und in der Lage, Delgado-Slogans einen Rahmen zu verpassen. Der verdankt sein Talent für griffige Formulierungen seiner spanischen Herkunft. Also bevor ich nach Deutschland kam, kannte ich ja Deutsch aus den amerikanischen Kriegsfilmen. Wenn die Nazis dann reinkommen und sagen, Schulz, was war das? Und so ein Deutsch sprechen, was gar nicht gesprochen wird. Das ist ja noch immer so, wenn ich meinen Verwandten, die sagen, oh, sag doch mal was auf Deutsch. Und dann sage ich, ja, guten Tag, wie geht es euch? Das sagen die, das ist ja gar kein Deutsch. Dann sage ich, Kraftfahrzeug, ja, das ist Deutsch. Ich und dich. Duff spielen mit Nazi-Ästhetik und kommunistischen Symbolen, mischen schwule Sexualität und Sadomaso, machen alles, was verboten ist. Und ich. In der Wirklichkeit. Damals hat irgendwann selbst die Punk-Szene Regeln und Gebote. Zur Industrie zu gehen gilt als Verrat. Also machen Duff genau das. 1980 ziehen sie nach London, wo sie mit einem fetten Plattendeal groß rauskommen. Und ich! Provokation um jeden Preis ist eben in allen Fragen des Lebens oberstes Gebot. Leben! Wir haben ja dann ganz, ganz schnell drei Platten gemacht.
wissen wir, wir haben immer das Musikbusiness extrem verärgert, weil dann, wir haben auch einen Vertrag, also ein halbes Jahr später dürfen wir schon die nächste Platte abgeben, machen wir. So. Da haben die gesagt, wartet doch mal, ist doch gar nicht abverkauft. Nee, nee, hier in unserem Vertrag steht, wir dürfen die jetzt rausbringen. Da haben wir innerhalb von 1,5 Jahren 3 Platten rausgegeben und uns dann aufgelöst, weil wir eben nicht da vereinnahmt werden wollten. Insgesamt haben sie sich sogar 4-mal aufgelöst. Das ist dann wohl Punk-Rekord. Fast 4 Jahrzehnte nach der Gründung soll jetzt aber wirklich Schluss sein. Kein Problem für Gabi Delgado, der in Spanien sein eigenes Ding macht. Ich habe ein schönes Haus mit Studio und mit Katzen und habe einen Garten und lebe, ich denke manchmal so fast im Paradies. Meine Nachbarn zum Beispiel, die haben das viel später erfahren. Ich gehe da nicht rum und sage, hey, und so, ich bin Gabi Delgado oder so. Für die bin ich ein ganz normaler Typ quasi, der da wohnt. Und dann später haben wir das natürlich dann erfahren mit Internet. Oh, der ist ja richtig berühmt und so, ja. Den Ruhm hat sich Gabi Delgado erarbeitet. Schließlich hat Daft die Grundlagen für House, Techno, Electronic Body und Industrial gelegt. Da kann man sich schon mal zurücklehnen. Auch als Privatier folgt er weiter seiner alten DAF-Philosophie. DAF ist, macht, was ihr wollt. Tu, was du willst. Mach immer nur das, was du willst. Und auf keinen Fall mach etwas, was du nicht willst. Weigere dich einfach. Mach immer nur, was dir gefällt. Mach immer nur, was du willst. Und mach nie etwas, was dir nicht gefällt oder was du nicht willst. Egal, wer dir das sagt. Mach einfach, wie du denkst und wie du bist und nimm keine Rücksicht auf nichts, nicht auf Verbote, nicht auf Regeln, nicht auf Muster, nicht auf Eltern, nicht auf keinen einfach. Du bist jung und du bist stark. Wenn jeder für sich selbst sorgt, ist bekanntlich für alle gesorgt. Also geht raus und verschwendet eure Jugend. Tu, was du willst. Denk mir, was du willst. Tu, was du willst. Verschwende deine Jugend.